bin nervös. Sag mal, Pixel, du sagst, wir können. Ja. Motherfuckers, let's go! Dass ich blute. Ah, Dach gelandet. Naja, auf diesem kleinen Ding da. Wo ist denn der Rest? Ach, da kommt er noch. Mich auch gerade. Famose Landung, wirklich. Ja, danke. Aber viel zu lange gebraucht. Unten ist unten. Wie lange es dauert, ist egal. Naja. Oh, guck mal, da oben. Boom. 310 Grad. 250 Meter oder so. Mach da. So, ich halte aber mal meine zermatschten Beine. Ich hätte doch den Fallschirm ziehen sollen. Alles klar, ready to rock and roll. Ich habe da hinten ein kleines Lagerfeuer in Richtung 35 Grad. Rechts ist auch noch eins. Ja, und schön, wie buggy diese scheiß Altitude-Anzeige ist. Ja, ich treffe nicht. Wie, er trifft nicht? Wo ist er denn? Was ist buggy? Die Höhenanzeige meint er ist buggy. Glaube ich nicht. Jawohl. Du kannst ja da markieren, wo du gelandet bist. Ach, ist ja auch nur unser Chef, macht ja nichts. Ich hab ein bisschen höher gezogen, weil es mir nicht geleckt hat. Bam. Wahnsinn! Bin da! Nicht schlecht, ja. Unser Chef hat markiert, wo er gelandet ist. Ja, alles klar, 100 Meter östlich. So, ich kann nur eins sagen, schön, dass ihr auch mal da seid. Ja. Wart ihr schon eine Stunde? Wir warten ja schon eine Stunde, bitte, ja, Mieter. Ja, okay. Du für 50 Minuten. Ja. Ja, weiß nicht, bei mir hat es irgendwie geleckt und ich wollte kein Risiko eingehen. Hast du denn mit irgendeinem Gegner gesehen beim Runterkommen? Ich habe nämlich nichts dabei gesehen, außer ein geparktes Fahrzeug. Ich habe Richtung Süden zwei Typen innen gesehen und einen außen. Aber ansonsten ja, nicht. Ich sehe gerade zwei Typen auf 80 Grad. Ich sehe auch Pixels, Lasermarker. Der hat mich getroffen. Ja, der war sauer auf dich. Mehrere Kontakte in der Mauer. Bei deinem Eingang zwei patrouillierende Leute. Wir wurden gerade beschossen. Ich geb dir gerade Morphin. Sorry, dass ich störe. Kann man noch joinen? Nee, oder? Feuerfreigabe gibt's noch nicht, ne? Okay, Chef schießt. Wer von euch hat keine SD-Munition? Oh.
Ich kann nicht sein. Ich habe SD-Munition. Ich weiß nur, dass derjenige links von mir ist. Also rechts in der Richtung, wo ihr jetzt hinkommt. Also ich habe auch SD-Munition. Ich habe auch SD-Munition. Ja, ihr selbst hört das nicht so doll. Ja, hab ich? Ne, ich glaube, ich habe keinen, aber ich habe auch noch nicht geschossen. Einfach mal Schalldämpfer hin und her wechseln, dann müsste das eigentlich auf SD umwechseln. Wow. Schießt ihr da von dem. Von wo kam das? Unten, der ist ganz unten. Wir haben einen Gegner im Haus, im Hof habe ich mittlerweile zwei Gegner bekämpft und ausgeschaltet. Ja, gut. Hallo. Eindeutig unten zwei Leute. Zwei Leute im Haus. Einer down. Ich hab dich gerade fast verschossen, weil ich nicht wusste, dass du schon runtergelaufen bist. Nächstes Stockwerk sicher. Aber jetzt wissen wir es ja. Zweimal ausgeschaltet. Wir sind im ersten Stock vom Dach schon eine Etage runtergelaufen. Die Räume hier hinten sind clear in Richtung Westflügel. Ja. Ist alles clear hier. Schon alles durchsucht. Okay. Dann nach unten, oder? Ja. Vor der Tür liegt aber noch einer. Einer am Boden. Ich habe einen erwischt. Ist jemand getroffen? Ja. Oh, Mila ist bewusstlos, ich kümmere mich drum. Da ist ein Sandsackbunker vor dem Ausgang, da kam die Schüsse her. Aufgefunden, ihr da noch Galilen! Ja, ich hab's erwischt. Brauchst du Morphium, pass auf. Kommt. Pixel, wie stark? Warte mal, ich muss mal zurückgucken. First Aid oder brauchst du nicht? Okay, cool. Hau ich nicht. Ich hab keine Probleme. Auf welcher Seite des Hauses bist du denn gerade? Ich geh mal hier auf den Balkon vorne, ja? Negativ. Und check Fire. Vorsicht, Bam. Markiert. Pixel ist östlich von uns. Also check fire. Ich hab den Laser an. Im Zweifelsfall. Ich komm die Treppe runter. Pixel, siehst du eine Feuerstelle hinterm Haus? Positiv, ich seh die. Da sind wir, hier ist ein Eingang. Ja, von dem, ich komme hier nicht wirklich weg. Als ich gerade rausgekommen bin, wurde ich beschossen. Die Opraktika getötet. Ups. Oh, halt, ich hab eine Geisel gefunden. In dem Haus hier, sind zwei Geisel. Ich sehe seinen Laser. 85. Das Haus, wo ich drauf leuchte, wo meine alte Markierung ist, da sind zwei Geisel drin. Direkt durch die Fenster. Achtung, friendly außerhalb des Hauses. Checkfire. Upp. Ja, das Haupthaus ist soweit ich weiß clear, da habe ich nichts gesehen. Wie wär's mit dem Zelt jetzt? Auf 110.
110 Zelt? Okay. Ja. Hi, Jungs. Hi. Geisel. Geh ums Zelt herum. Ich guck mal, ob der tot ist. Zelt clear, Geisel. Ja, tot. Soll ich die Geisel mitnehmen? Was? Wiederholen, hab ich verstanden. Negativ, die werde ich mitnehmen. Ah ja. Alles klar. Geht drei weiter hier insgesamt. Wie? Wie viel? Drei Stück. Also haben wir jetzt insgesamt vier. Ja. Okay. Ah. Da schießen eine Höhenanzeige gegen den Fallschirm, ey. 190 Meter, my ass. 190 Meter? Und dann hast du gezogen? Ja, nee, ich hab schon eher gezogen, aber der zeigt mir 190 Meter und dann hab ich genau. Hm, Arsch. Mach mal einen auf den Duke. Ah. Much better. Warte, ich will den 4 nehmen. So. Haben wir noch irgendwas hier in der Gegend an Feinden? Nö. Ja, es müsste eigentlich mehr da sein. Die haben sich vorher schon vor Angst in den Hosen gepisst. Die haben vorher die Fallschirme gesehen haben. Wir haben auch schon einige erschossen, ehrlich gesagt, ne? Also. Ja, ich weiß nicht. Also eine Geisel ist im Zelt. Hab. Wie hat er denn ausgesehen im Zelt? Wie jemand, der die Arme auf dem Kopf Steffen? Hat. Ja. Ja, vom Äußeren. Nachdem ich gemeldet habe, ich wurde beschossen. Habt ihr dann auch wen erschossen von den Feinden? Ja, ich habe einen erschossen. Okay. Und auch dann war das vielleicht der. Sonst hätte ich gesagt, der ist noch da irgendwo, aber. Dann ist es keine übliche Geisel, sondern ein Warlord, den ihr gefangen nehmen müsst. Habt. Aha. Cool. Sind wir gut? In your face, Warlord. Jo, dann würde ich vorschlagen, macht mal eine Rundumsicherung und dann kommt der E-Wegschreiber. Aber es wird mir das Gebiet gesichert. Okay, dann würde ich sagen, ich gehe mal aufs Dach und guck mal, ob ich noch was sehen kann. Pixel? Wo ist ein Pixel? Ach, da hinten. Kann nochmal aufs Dach gehen und gucken, ob ich noch was sehe. Wir sollen noch rundum sichern, bevor der Exfil-Heli kommt. Jo, mach das mal. Ja. Mila bleibt da vorne am Tor in dem Technical. Und wir schwärmen mal aus und ziehen dann nochmal kurz um. Sehr gut. Ich sehe hier vom Dach aus nichts weiter.
Hubschrauber in Bahnhofsrichtung 230. Schicksal. Okay. Mit einem kaputten Heli, Alter, ich glaub's hackt. Ja. Gut. Yeah, kein Schuss abgegeben. Aber auf dem Dach gelandet. Ja, dafür, dass du keinen Strand treffen kannst mit dem Fallschirm, war das Haus doch ganz okay. Richtig, fand ich auch. Bräuchten mal einen Deckkoch ohne Sitzbänke, die sind viel cooler. Ich
Wenn du stehen wirst, hättest du ja nicht mitfliegen müssen. So aller Deckung down. Moderne Technik, fliegt sich wie auf Schienen. Komische Schienen. Hoch, runter, hoch, runter. Ja. RPG! Steht auf die Höhe. Also, wenn ich mal auf dem Gefahrenzone rausgeflogen werden würde, dann bin ich vergeben. Da bleibt erstmal noch dreimal drüber stehen. Wie viele Wegpunkte hast du dir gegeben? Nur drei. Nur drei. Nein, das hätte ich den einen Baum gefunden. Dann hätte alles nichts gemacht. Der solltest den Wegpunkt auch nicht direkt in den Baum setzen. Hab ich auch nicht. Da ist ja ein Haar. Ich hab's aufs Haar gesetzt. Dann wäre er auch mal gelandet. Ist er aber. Dann hast du das nicht aufs Haar geklickt. Ja, das ist eigentlich ziemlich präzise. So nett in den Hangar. Woo! Och, bäh. Toll. Und jetzt erschießt du sie. Jo. Ich hatte zwar im Kopf, dass mehr Gegner da sind, aber irgendwie... Naja, haben die Schiss bekommen. Cool.